Danke an alle, die an mich geglaubt haben. Ich denke, so gegen 7 muss ich auf die Bühne. Leute, wir sind umgezogen. Wo sind wir jetzt, Toni? Peace, in Marriott Hotel. Finally, im Athletenhotel. Was soll ich sagen? Erstmal ganz kurz Zimmer zeigen, denn ich muss sagen, ist besser. War eine gute Entscheidung, hierher zu wechseln. Hier ist mal wieder unsere Messi-Anstalt. Dann müssen wir hier endlich mal wieder allen Strom laden. Da gibt es gleich für mich ein bisschen Happer. Erdnussbutter, Schokoreiswaffeln, Banane. Ein richtig schönes, großes Kingside-Bett. Da kann ich mit Toni heute Nacht richtig geil kuscheln. Oh. Löffelchen machen wir. Ganz gemütlich. Kaffee. Bügeleisen. Und. Eine Badewanne. Geil. Und was geht hier so? Ja. Ist in Ordnung. Ich denke, fast. Machen wir mich jetzt noch ein bisschen dicker. Mein Gesicht ist ausnahmsweise wieder ein bisschen lebendiger geworden. Durch das Laden, was wir gestern Abend hatten. Toni schlüpft natürlich gleich in den Bademantel. Wir machen es uns richtig gemütlich. Und was noch? Badeschlappen. Badeschlappen. Wir werden nämlich nach dem Wettkampf den restliche Zeit hier im Hotel einfach nur chillen. Ja. Frühstücken, ausruhen, Spa, was wir halt für Möglichkeiten haben, bis morgen um 12, bis wir zum Flughafen müssen. Aber bis dahin chillen wir. Das haben wir uns auch verdient, besonders mein Coach. Peace. Bis später. Servus Leute. Heute würde ich euch mal zeigen, was der Dani überhaupt alles laden darf und tut. Wollt ihr es mal wirklich sehen? Sieht brutal lecker aus und schmeckt doch bestimmt so. Also, schaut mal rein. Schoko, Reiswaffeln, also so eine Schokolade, aber mit Schoko-Flavor. Mit Erdnussbutter und Banane. Einfach Hammer. Der Sport hat doch seine Vorteile, oder? Also, bis später. Peace. Hey Leute, ich mal wieder. Toni ist gerade für mich ein bisschen was einkaufen. Ich darf so lange hier oben im Hotelzimmer liegen und essen. Und ich möchte euch einfach nochmal kurz zeigen, dass es echt einfach schön ist, da wo wir gerade sind. Das Marriott war echt eine gute Wahl zum Aussteigen. Das Athletenhotel ist echt eine feine Sache. Und weil es so lecker ist, hier nochmal meine nächsten 3 Reiswaffeln. Und dazu gibt es auch wieder ein bisschen Flüssigkeit. Das hier ist ein doppelter Espresso. Schön kalt mit Eis, weil ich einfach so durstig bin. Und ich trinke heute vielleicht 3 so Tässchen mit dem ganzen Zeug, was ich mir da reinlade. Aber es funktioniert gut. Können ja mal zum Spiegel gehen, gucken, was sich da so tut. Aber ich bin voller guter Dinge. Schauen wir mal. Sieht man da was? Ja. Seht ihr das? Also, muss ich mir eigentlich keine Sorgen machen, dass hier irgendwas noch schief geht. Ich kann gar nicht mehr viel falsch machen, ganz ehrlich. Also, noch ein bisschen weiter essen, wenig trinken, dursten und morgen geht's los. Nein, was rede ich denn eigentlich? Ich bin total verwirrt. In ein paar Stunden geht's los. In einer Stunde mache ich mir etwa auf zur Arena. So, mal wieder, ich melde mich zurück. Volles Taxi. Yeah, alle da, alle mal Hallo sagen. Team Germany und Team Latvia hier. Jetzt geht's tatsächlich endlich los zur Arena. Wir haben 13.30 Uhr. Was soll ich sagen? Wir sind alle voller guter Dinge, motiviert. Jeder feilt noch ein bisschen rum, alle hier und da noch ein bisschen Wasser rein, Wasser raus, Kohlenhydrate rein, raus, Salz, was auch immer. Wird gut. Ich halte dich auf dem Laufenden. Ich melde mich gleich zurück von der Arena. Hey Freunde, ich melde mich mal wieder zurück. Ich stehe auf dem Balkon, direkt vor der Arena. Guck mal, wenn ihr hier unter mir guckt. Da kommen nachher die Leute, Eingangsschild. Unten stehen schon ein paar Athleten. Die ersten Zuschauer sammeln sich hier. Mal ein bisschen Überblick über die Arena. Ich habe die 2. Farbe drauf. Mir geht's gut. Ich beiß mich durch, so gut wie nichts zu trinken. Aber es wird schon alles. Ich bin echt guter Dinge. Und wird cool. Was soll ich sagen? Ich denke, so gegen 7 muss ich auf die Bühne. Jetzt haben wir es kurz nach 3. Also ich halte dich auf dem Laufenden. Bis später.
So, ich mal wieder 5 Minuten, dann geht es das erste Mal auf die Bühne. Aber ich habe das Glück, dass ich als Masenmodel erst später wirklich auf die Bühne komme. Es ist nur so eine Art Präsentationsrunde. Alle Athleten gehen zusammen, laufen einmal über die Bühne, stellen sich auf, präsentieren sich, winken einmal schön. Und dann geht es wieder nach oben. Und die Male Fitness Models bleiben dann nach unten. Ich komme erst, wie gesagt, so gegen 19 Uhr dran. Das heißt, 2 Stunden oder so um mich rum. Ich zeig's euch mal, wartet mal. Ihr seht, die Leute machen sich fertig. Pump up. Zucker, Kohlenhydrate. Alle machen sich fertig, aber es wird schon. Ein paar Minuten wieder zurück hier oben und gebe ein kleines Feedback, wie es der erste Eindruck auf der Bühne war. Aber richtig losgehen tut es erst nachher. Mal wieder mit dem Toni. Für mich ist der Wettkampf gelaufen. Was soll ich erzählen? Es waren viele Leute. Scheiß drauf. Ganz einfach mal, ich wurde nicht so platziert, wie ich es gehofft hatte.
Ich war im dritten Callout, das waren 30 Starter, dementsprechend bin ich irgendwo hinter Platz 20. Frag Toni, ich denke, wir haben unseren Job gut gemacht. Toni hat eigentlich nur Lob dafür gehabt, was ich auf die Bühne gebracht habe. Aber es scheint einfach so zu sein, dass die WBFF in der Kategorie Muscle Model wohl doch mehr... Ich muss mir kurz einen Burger bestellen. Toni, erzählt. Okay, ja, also, wie gesagt, in der Kategorie, wo der Dani praktisch geschaut ist, waren es keine Muscle Models, sondern mehr so Bodybuilder Models. Das heißt, die waren viel, viel praller, viel, viel runder. Und es hat uns letztendlich, es hat dann Dani dazu gebracht, dass er letztendlich... zwar von der Härte am härtesten war, aber halt von der Muskelvolumen einfach zu wenig hatte. Und daran wollen wir jetzt arbeiten, am Muskelvolumen und ein bisschen die Präsentation. Aber ich bin sehr, sehr zufrieden mit Dani. Bin auch brutal stolz auf ihn. Es war eine lange Nacht. Sehr viele Leute, über 350 Teilnehmer. Was soll ich dazu sagen? Erfahrungswerte nehmen wir es mit und wir werden definitiv daran arbeiten und er wird nächste Woche definitiv in Houston starten und wird da sein Bestes wiedergeben und alles andere seht ihr dann da. So, ich bin zurück, ich musste mir nur schnell meinen Burger bestellen, meinen Gute-Laune-Burger. Ich glaube, der Toni hat alles erklärt, wie der Plan aussieht. Wir machen es einfach nochmal, wir machen nochmal genau die gleiche Scheiße. Wir bringen nochmal mich so auf die Bühne, wie ich bin. Der Grund, warum wir die WBFF gewählt haben für meinen nächsten Wettkampf, ist der, weil wir gesagt haben, ich möchte kein Bodybuilding machen. Für die Physikklasse bin ich einfach zu schwer. Ich bin jetzt doch am Ende wesentlich leichter geworden, als wir erwartet haben. Ich hatte jetzt ein Gewicht von knapp über 90 Kilo, schätze ich mal. Eine super schmale Taille doch wieder. Ich bin definitiv damit zu schwer und zu muskulös vom ganzen Auftreten her für ein Fitnessmodel. Ich bin auch nicht geeignet für die IFBB als Physik. Und deswegen dachten wir, gut, die WBFF Muscle Model ist die richtige Wahl, weil wir wollen ja Models, wir wollen Ästhetik, wir wollen keine geschlossenen Fäuste auf der Bühne, wir wollen klassisches Posing und wir wurden heute im Besseren belehrt. Die ganzen Jungs, die vorne waren, die meisten, es war wirklich, wirklich gute Physik, ist gar keine Frage heute. Aber einige Jungs, die hatten einfach doch keine Taille und standen auf der Bühne wie Bodybuilder. Und die waren einfach in den Top 10. Wie gesagt, unser Plan ist, wir hören nicht auf, wir machen weiter, kämpfen. Ja, ja. Nächste Woche geht es weiter. Da wird Dani noch eine bessere Form bringen, weil er hat schon eine Bombenform. Eins muss ich dazu sagen, und zwar der Dani war von der Härte, der hat das nicht von allen. In seiner Kategorie war wirklich hart, seine Linie hat gepasst, seine Form hat gepasst. Wie gesagt, es waren nur Kleinigkeiten, was gefehlt haben. Und natürlich, klar, die anderen Jungs, die einfach bigger, runder waren. Was uns beide selber geschockt hat, vor allem mich, weil ich erst von außen es geguckt habe. Aber ich sag mal so, wer zuletzt lacht am besten. Die Arbeit macht dran, der Dani ist ein Champ und wird ein Champ bleiben. Und ihr werdet weiteres von ihm sehen. Ja, ich zeige euch gleich meinen Burger, wenn der kommt. Und dann werdet ihr neidisch. Und danach habe ich noch ein bisschen süßes Stückchen auf dem Zimmer. Auch das werde ich euch nicht vorenthalten und was ich alles heute Abend noch esse, weil heute ist der einzige Tag, wo ich fresse. Muss ich einfach. Gib ich zu. Dann ist Schluss. Bis später. So, ich melde mich mal wieder zurück. Ich habe jetzt nämlich endlich was gegen meine Dehydrierung gefunden. Eis. Ich habe hier 2 große Packungen Wassereis und so einen kleinen Mini Käse-Zitronenkuchen. Der Toni ist im Bett und ist total schockiert, dass ich das jetzt alles essen will. Gar kein Problem. Ist doch nur ein bisschen Wasser mit Zucker. Es macht mich dick und rund. Und morgen früh ist der Spaß wieder vorbei. Aber die Nacht gönne ich mir. In diesem Sinne, genießt es alle, die es euch verdient haben. Wer nicht, soll weiterarbeiten. Und gute Nacht aus London. Morgen. Morgen. Sonntag früh, was machen wir? Ich immer wieder Toni geweckt, weil ich hungrig bin. Immer noch. Schon wieder, wie auch immer. Der arme Junge kriegt keinen Schlaf mit mir. Schau, und die Mann sieht schon ganz vom Schlafen aus. Er hat mindestens 5 Falten mehr, seit wir unterwegs sind. Weil er so viel Sorgen um mich hat. Und jetzt darf er nicht mal schlafen, weil ich so verfressen bin. Wollen wir irgendwas sagen? Nö. Was machen wir am Spiegel? Ja.
Passt. Und jetzt checken wir mal das Buffet. Oh ja. Toni isst sowieso wieder nur Haferflocken und Milch. Der Toni guckt sich natürlich gleich die gesunden Sachen an. Ich gehe hier gleich mal raus und hol mir die ungesunden Sachen. Toni möchte normales Rührei aus 6 Eiern. Ich esse was schon. So, Essen ist da. Was hat sich der Toni gegönnt? Schnell anfangen. Sagt er. Und das ist meins. Ich habe nur die Kohlenhydrate wieder rausgeschmissen. Dafür haue ich mir die Ranze mit Fett und Protein voll. Muss heute sein. Reisetag. Bis später. So, wir mal wieder. Wir sind jetzt im Flieger angekommen. Rückreise von London Gatwick, was eigentlich gar nicht mehr London ist. Nach Amsterdam, wo unser Auto ist. Was sollen wir erzählen? Haben wir über die Platzierung schon gesprochen? Ja, haben wir gestern Abend. Heute rattert viel in unseren Köpfen, aber ist okay. Wir haben gut gefrühstückt. Wir haben den Zug genommen, sind irgendwann hier am Flughafen angekommen. Jetzt labert der Pilot irgendwas von wegen starkem Wind, Unwetter und so weiter. Und deswegen wird sich alles ein bisschen verzögern. Wir sind mal wieder zu spät in Amsterdam und kommen noch später nach Hause. Aber gut, so sei es. Ab morgen wieder Vollgas. Nächste Programmpunkt steht an, Houston. Toni wird mich nicht begleiten können, aber ich halte mich trotzdem auf dem Laufenden und werde viele Clips machen. Auch wenn das Ganze jetzt nicht so gelaufen ist, wie ich es mir gewünscht hatte, muss ich echt sagen, vielen Dank an alle, die an mich geglaubt haben. Auch echt an alle meine engen Freunde, an Toni, an jeden, der an mir seine Glückwünsche und Gedanken geschickt hat, weil die Anteilnahme war noch nie so groß, wenn ich irgendwas in der Richtung gemacht habe. Und alle, die mich besser kennen, wissen, wie hart ich dafür gearbeitet habe. Und dementsprechend ist das natürlich noch ein härterer Schlag für mich, dass nicht so gegangen ist, wie ich es mir erwünscht hatte. Aber ganz egal, ich stecke den Kopf nicht in den Sand. Nächste Woche ist Versuch Nummer 2. Wir gucken, was dabei rauskommt. Und ihr werdet wieder live dabei sein. Bis dahin, bleibt euch selber treu und wir sehen uns, Leute. Macht's gut.